Schreiben Sie doch mal kurz in den Chat rein, ob Sie mich verstehen können, ob die Technik alle läuft. Hallo, schönen guten Tag, Herr Esser. Guten Tag, Herr Thurn. Herzlich willkommen. Auch ein Willkommen an die Birgit Becker, die neben mir hier sitzt. Hallo Stefan, es ist schön, heute wieder dabei zu sein. Wir warten noch ein paar Minuten, weil ich sehe, es sind immer noch einige in der Warteliste, die gerade noch reinkommen. Und dann starten wir gleich in einer Minute, dann geht's los, wenn alle da sind. Wir wollen natürlich nicht diejenigen bestrafen, die rechtzeitig hier sind. Wir wollen aber hier mit dabei zu sein. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Ablauf. Wir haben uns vorgenommen, circa 30 Minuten auf E-Gruppware einzugehen. Und danach ist auch ein bisschen Platz für Fragen. Das heißt, wir werden die ganze Zeit den Chat auch offen lassen. Das heißt, Sie können Ihre Fragen reinschreiben und auch sagen, was Sie davon halten, vielleicht ein kurzes Feedback und so weiter. Das wäre natürlich super und dann können wir entsprechend starten. Ich würde sagen, wir haben jetzt lange genug gewartet und starten jetzt mit unserer Präsentation. Herzlich willkommen heute zu iGruppe Ausblick 16.1. Was ist neu in iGruppe 16.1? Wir sind alle ganz, ganz gespannt und ich denke, da kann die Birgit ein bisschen was zu sagen. Was hat sie denn getan in den letzten Monaten in der Entwicklung? Was ist denn da alles passiert? Ja, wir haben ganz verschiedene Themen aufgegriffen und wollen die in der 16.1 dann auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Es werden viele Kleinigkeiten sein, auf die wir heute nicht eingehen. Das große Thema, was wir haben, ist zum einen, dass wir das Layout mal wieder aus unserer Sicht natürlich deutlich verbessert haben, freuen uns da aber auch auf Ihr Feedback dazu. Das zweite ist, dass wir den Kalender komplett überarbeitet haben, dass der jetzt auch noch besser an die neuen Technologien und in die iGruppe integriert ist. Drittes Thema, großes, ist die Anbindung und die Anzeige von der iGruppe auf unseren Mobilgeräten. Und zweites Thema für die Mobilgeräte ist, dass wir jetzt aber eher technisch gesehen den ganzen Bereich des eSync, Active Sync auf die etwas neuere Protokollversion gehoben haben, sodass wir jetzt das sogenannte Z verwenden, um damit auch neuere Geräte und andere Sachen zu unterstützen. Ich würde sagen, wir starten dann direkt live in das, wie es tatsächlich aussieht. Und dafür wird der Stefan dann mal umschalten in die Ja, Gruppe. das mache ich sehr gerne. Und wir starten zuerst in der Ansicht aus dem Desktop. Das heißt, wenn ich jetzt umschalte, sehen Sie jetzt sofort das Desktop. Das heißt, Sie sehen jetzt die neue Version, iGruppe 16.1, also die Vorabversion. Also bitte noch nicht festnageln. Es ist noch nicht alles so perfekt, wie es sein soll. Auch wenn jetzt in der Präsentation vielleicht an einer oder anderen Stelle vielleicht hakelt. Bitte, es ist nicht die fertige Version. Es ist ein Ausblick auf die Version. Es bedeutet ein kleiner Ausschnitt aus dem, was aktuell in der Entwicklung ist. Und deswegen, Birgit, was sehe ich denn hier? Ich sehe, es hat sich was geändert, oder? Wie würdest du das Ja, sehen? es hat sich auch insofern geändert, als das generelle Aussehen, wenn wir uns mal das Seitenmenü anschauen, wir haben deutlich weniger Ränder, wir sind deutlich heller geworden von dem gesamten Design. Wir haben uns auch entschieden, von dem starken Blau, was ja vorherrschend war, auch in der Kopfzeile wegzugehen und wirklich zu einem schlankeren Design zu kommen. Das schlankere Design zeigt sich dann auch in unseren einzelnen Tabs und Anwendungen. Das heißt, wenn wir jetzt auf der rechten Seite schauen, wir sind aktuell im Infolog. Das heißt, der aktive Tab wird entsprechend jetzt weiß dargestellt, während die nicht aktiven grau sind. Und wir haben im Prinzip jetzt dafür gesorgt, dass in den Anwendungen die ganzen Überschriften und Filter gut in eine Zeile reinpassen. Das heißt, wir haben jetzt hier drüben, wir fangen an mit dem Hinzufügen-Button, dann kommt die Suche, die ganz einfach dadurch zu starten ist, dass ich draufklicke, dann brauche ich nicht ins Feld reinzugehen, sondern man sieht es direkt, der Fokus ist innen drin. Das heißt, ich kann jetzt direkt nach irgendetwas suchen. Hinzufügen. Ich wollte kein Plus tippen.
Und dementsprechend wird dann meine Suche ausgewählt. Die ist immer noch aktiv. Sieht man daran, dass hier die Suchsymbol auch noch aktiv ist. Wenn ich den Suchbegriff löschen möchte, kann ich hier draufklicken, bin aber im Prinzip immer noch in meinem Suchprozess und kann jetzt auch nach irgendwas anderem suchen. Das heißt, wir bleiben erstmal hier drin aktiv oder ich kann das Ganze natürlich auch in gewohnter Art und Weise noch verfeinern, wenn ich jetzt zu viele Einträge habe und erst in dem Moment, wo ich hier draufklicke, die Suche lösche und irgendwo nebenhin klicke, bin ich im Prinzip dann komplett aus meiner Suche raus. Das ist so das generelle Konzept, was wir an der Stelle für die neuen Masken haben. Zeigt sich dann auch im Prinzip, wenn wir auf eine andere Anwendung rüber wechseln, dann dort auch Ich nochmal. sehe, dass es auch schlanker ist. Also ich habe das Gefühl, der Bildschirm ist jetzt besser ausgenutzt. Würdest du auch sagen, dass man da mehr sehen kann, also auf den ersten Blick? Weil wenn man das vergleicht in der 14er Version, da war ja oben sehr, sehr viel mehr Platz, als ob es besser ausgenutzt ist. Und gerade für Leute, die mit Laptops arbeiten, ist da einfach viel, viel mehr Platz, an der Stelle zu sehen. Ja, also wir haben im Prinzip gedacht, wir wollen, dass es leicht aussieht und auf der anderen Seite wir den Platz möglichst effektiv nutzen, sodass, wenn man einen kleineren Bildschirm hat, trotzdem möglichst viel einfach noch auf dem Bildschirm sichtbar ist. Was man auch sieht an der Stelle, wir haben uns entschieden, die Kategorien in einer etwas anderen Darstellung zu bringen, sprich, anstatt dass die ganze Zeile farbig markiert ist, was die IQ-Quere sehr bunt macht an manchen Stellen, sind wir auch hier wieder zu einer schlankeren Darstellung gegangen und zeigen die Kategoriefarben in allen Anwendungen dann vorne in der ersten Spalte. Ja, es ist auf jeden Fall aufgeräumter. Ich finde es super. Also ich finde es toll und ich sehe auch schon, da kommen die ersten Feedbacks hier im Chat. Die schreiben sehr, sehr gelungen, gefällt mir das Design. Ja, danke schön. Bitte schreiben Sie auch mal rein, was Sie gut finden an dem neuen, was Ihnen gefällt. Wir gehen jetzt mal zum Kalender, weil ich denke, das ist ein bisschen das, was die Leute auch interessiert. Was ist wirklich neu? Was hat sich geändert? Und ganz gespannt, wie sieht der Kalender jetzt aus? Ja, Überraschung, unser neuer Kalender. Sprich, was wir im Kalender auch umgesetzt haben, ist, damit wir möglichst viel auf der rechten Seite bündeln, ist ganz neu neben den einzelnen Anwendungen, wie man sie bedient, auf die ich gleich eingehe, dass wir viel von der Navigation, das sich vorher im Seitenmenü befunden hat, wie zum Beispiel die Umschaltung zwischen den verschiedenen Views, den verschiedenen Ansichten, sich jetzt hier oben in unserem Hauptansicht befindet. Ich könnte also im Prinzip sogar hingehen und könnte mein Seitenmenü einfach wegklicken und dann habe ich den Platz auf der rechten Seite komplett genutzt und kann in den Ansichten, jetzt bin ich aktuell in der Wochenansicht. Die Wochenansicht kann ich wie früher auch zwischen mit oder ohne Wochenende umschalten. Ganz einfach hier über unseren Umschalter zwischen 5 und 7 Tagen. Das heißt, sobald ich jetzt auf 7 Tage umschalte, habe ich auch das Wochenende eingeblendet und das geht jetzt in allen Ansichten, nicht nur in der Wochenansicht, sondern genauso auch, wenn ich jetzt in die Monatsansicht wechsle oder in die Mehrwochenansicht, dann kann ich hier entsprechend auch umschalten zwischen mit oder ohne Wochenende, was denke ich insbesondere dann interessant ist, wo mein Bildschirm ein bisschen kleiner ist und es trotzdem darum geht, was kann ich denn noch sehen? Ich kann mich dann hier in den verschiedenen Ansichten in der Form bewegen, dass ich einfach mich hoch und runter scrollen kann. Dabei hat sich eine Sache geändert, und zwar, gerade wenn ich jetzt mal in die Wochenansicht gehe, wir schalten aktiv, je nachdem, wie groß Ihr Bildschirm ist, um zwischen einer Ansicht, dass ich mich in meiner Woche jetzt als Beispiel hier bewegen kann, indem mein Scrollbalken mir einfach die Zeiten innerhalb des Tages, nicht nur meine aktiven Zeiten von,
sag jetzt mal 9 bis 18 Uhr oder von 8 bis 20 Uhr aus dem Arbeitstag der jeweiligen Person entspricht, umschalten kann, sondern auch innerhalb des Tages noch weiter scrollen kann. Da war noch mal kurze Frage. Ich denke, das können wir auch ganz gut einbauen. Das hast du sicher an der Stelle. Es ging darum, wo ist denn der Plus-Button? Und Sie sehen, wenn ich wirklich mit der Maus mal mit dem Plus fährt, in allen Anwendungen ist der jetzt links der Plus-Button. Also immer an derselben Stelle zu finden. Und an dem Layout selbst, Sie sehen, des Kalenders hat sich im Vergleich zur 14er sehr, sehr wenig geändert. Es sieht immer noch genau gleich aus und soll auch so sein. Wir wollten es optimieren, wir wollten es schöner machen. Aber das Grundlayout sollte auf jeden Fall bestehen bleiben. Wobei es wird sich im Kalender noch ein bisschen was ändern an der Art und Weise, wie man Teilnehmer hinzufügt. Das ist noch nicht umgesetzt, aber das wird kommen. Da wird es einfach nur noch eine Art und Weise geben, mit der ich einen Benutzer, einen Adressbucheintrag, eine Ressource hinzufügen kann. Kann ich gleich aber noch mal mehr dazu zeigen. Natürlich ist es auch so, dass ich in den einzelnen Ansichten nach wie vor einfach hineinklicken kann, um einen neuen Termin zu erstellen. Kurze Frage, Birgit. Wie sieht es so aus, wenn ich jetzt zwei Personen, einen Kalender von mehreren Personen haben kann? Wie mache ich das? Ja, ich muss dafür natürlich aktuell mein Seitenmenü mal noch aufklappen wieder, damit ich entsprechend meine Auswahl zur Verfügung habe. Und jetzt sehen wir hier im Prinzip schon unser neues Widget. Die neue Art und Weise, wie ich einen Benutzer auswählen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einfach nach einem Benutzer oder einer Gruppe zu suchen. Ich glaube, wir haben aber nicht allzu viele Benutzer hier drin. Von daher ist es. Doch, lassen wir uns trainieren, war doch gut. Ist, glaube ich, eine Gruppe, aber wir nehmen mal dazu und gucken, was. Ja. Im Prinzip, was dann passiert, ist, dass ich wie vorher auch einen zweiten Benutzer die zweite Woche unterhalb angezeigt bekomme. Wie gesagt, da das hier jetzt eine relativ geringe Anzahl von Benutzern bzw. Gruppen drin hat, sieht man natürlich mehr oder weniger dasselbe in beiden Ansichten, weil die Nicole Oster, mit der wir eingeloggt sind, auch ein Teil der Zantier-Gruppe ist und von daher sind die Termine mehr oder weniger ähnlich. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der noch zusätzlich hinzugekommen ist. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben jetzt die Ansicht, dass die untereinander stehen können. Wir haben auch die Mehrwochenansicht. Wir haben geändertes Scrollverhalten. Das bedeutet, ich kann entweder über diese Pfeile gehen oder ich scroll nach unten oder nach oben in die neue und für die alte Woche. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich jetzt eigentlich arbeiten will. Und wir haben die neue Auswahlmöglichkeit der Teilnehmer und es ist einfach komplett aufgeräumter. Ja. Ich möchte auch noch mal kurz auf die Monatsansicht eingehen, weil die Monatsansicht haben wir auch noch mal ein Stück weit überarbeitet. Das heißt, wir haben hier in der Monatsansicht auch eine relativ schlanke Darstellung, wo ich im Prinzip einfach alle Termine von allen Leuten sehe. Wenn ich jetzt irgendwo genauer reinschauen wollte, dann macht es einfach Sinn, natürlich in die entsprechende Woche oder auf den entsprechenden Tag zu gehen, um mir das genauer anzuschauen. Was sich auch geändert hat, und ich finde, es ist eine sehr schön gelungene Ansicht geworden, ist unser Planer. Ich gehe jetzt mal in der Form einfach auf den Planer nach Kategorien und dort mal auf eine entsprechende Woche. Das heißt, wir sehen jetzt hier einfach die Planeransicht. Natürlich haben wir hier jetzt nicht so viele Kategorien drin, aber was sich geändert hat, ich kann jetzt auch hier in unseren Planer reinklicken und direkt einen neuen Termin zu dem bestehenden Zeitpunkt für einen Benutzer oder auch für eine bestimmte Kategorie erstellen, die dann entsprechend automatisch gesetzt wird. Das heißt, da hat sich der Planer auch einfach ein ganzes Stückchen angepasst an die Art und Weise, wie wir in den bisherigen Ansichten auch so schon gearbeitet hatten. Und ich finde, da ist er noch mal deutlich aufgewertet worden gegenüber dem, was wir früher damit ermöglichen konnten. Also mir gefällt das neue Layout auch super. Also ich muss sagen, das sieht richtig ansprechend, richtig toll aus.
Und ich würde aber sagen, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, weil wir haben noch so viel vor. Und ich würde sagen, wir wechseln mal was ganz Verrücktes. Und zwar gehen wir jetzt hin und zeigen Ihnen live unser Mobiltelefon. Und mal gucken, ob das funktioniert. Das heißt, Technik ist eine kleine Herausforderung, aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt für Sie, um Ihnen einfach mal die mobile Ansicht zu zeigen. Und davon würde ich gerne mal die Birgit bitten, dass sie mal ins Adressbuch reinschaut und uns einfach mal zeigt, wie sieht es jetzt hier aus, wenn ich in der E-Group wäre, in der normalen Ansicht bin. Weil das war ja immer das große Thema, wenn ich jetzt im Mobilgerät unterwegs darauf zugreifen möchte, mit Tablets oder mit einem Smartphone, wie sieht die Ansicht aus? Und da haben wir eine kleine Überraschung für Sie und da bin ich mal ganz gespannt, wenn die Birgit jetzt aufs Mobiltelefon umschaltet, was an der Stelle passiert. Ja, also wir sind jetzt im Prinzip live auf unser Mobiltelefon. Sprich, an der Stelle haben wir gesagt, wir machen eine sehr schlanke Ansicht, die sich an dem orientiert, was wir auch von nativen Anwendungen auf dem Mobiltelefon kennen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen die Organisation und den Kontakt anzeigen und wir können uns natürlich in der Liste entsprechend bewegen. Das hier ist jetzt ein Favorit, wo wir relativ wenig Personen drauf haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen anderen Favoriten wechsle, in dem mehr Einträge drin sind, dann kann ich mich auch entsprechend in meiner Liste einfach weiter bewegen und auch mit einer vernünftigen Geschwindigkeit weiter bewegen, wie ich das normalerweise von einer Mobilanwendung auch gewohnt bin. Gehe wieder zurück per Favorit auf meine Softwarepartner. Sprich, wir haben eine ganze Menge Navigation oben über die Liste, über den Kopf der Liste, um uns fortzubewegen. Nochmal genauer aufzugehen, der Stern steht für die Favoriten. Das heißt, dort sehen Sie genau die Favoriten, die Sie sich selber in der E-Groupware anlegen. Oder Sie könnten auch hier natürlich neuen Favoriten hinzufügen. Nochmal ganz kurz für die Leute, die vielleicht noch Fragen haben. Ist es eine App? Nein, es ist keine App. Sie rufen direkt den Browser auf. Das heißt, Sie gehen in Ihre E-Groupware-URL, öffnen jetzt und es ist erst ab der neuen Version so, dass es speziell umschaltet auf eine optimierte Version, die Sie jetzt sehen, weil dieses rote Plus zum Beispiel, was Sie jetzt hier in der Mitte sehen, über den Kopf, vielleicht kannst du in die Maus nochmal hingehen, das ist zum Beispiel die Hinzufügen-Taste. Also ist alles im Prinzip live. Sie müssen nichts auf dem Mobiltelefon installieren. Sie brauchen nur eine Internetverbindung und damit können Sie dieses mobile Template direkt öffnen. Wenn du jetzt mal draufklickst, was passiert dann? Spannung. Das ist jetzt das Hinzufügen. Der Hinzufügen-Dialog dauert etwas länger, einfach weil mehr Felder da auch einzutragen sind. Und sobald ich dann hier drin bin, habe ich jetzt eine Ansicht, in der ich meinen Namen einfügen kann mit allen Feldern, die die E-Groupware kennt. Ich kann natürlich alle Organisationsfelder anklicken, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte mal, kannst du mal Ja. die Tastatur wegklicken, damit man ein bisschen mehr von dem Dialog sieht? Weiß nicht so ganz, wie man das über die Mausbedienung macht. Wir haben im Prinzip die Tabs, die wir von unseren Dialogen schon kennen, haben wir einfach ein bisschen anders angeordnet. Das heißt, die sind jetzt hier untereinander. Ich kann einfach auf den Kopf draufklicken. Damit klappen sich die Felder auf, die alle in der Organisation enthalten sind. Ich kann natürlich das auch wieder schließen, kann die ganzen Privatinformationen mir entsprechend holen. Ich kann dann mir die ganzen Detailinformationen, wie das Notizfeld, die Kategorien hier entsprechend einbinden. Ich habe die Möglichkeit auf, ich schließe mal ein bisschen was wieder, entsprechend die Verknüpfungen komplett zuzugreifen, so wie wir das von der Browseranwendung gewöhnt sind. Ich habe die benutzerdefinierten Felder zur Verfügung komplett. Also es ist wirklich alles, was Sie angelegt haben und von der E-Group her und die über die Synchronisation natürlich auch nicht unbedingt rüberkommt,
haben Sie hier zur Verfügung. Also einfach mehr Informationen, als Sie, wenn Sie durch die Synchronisation fehlen, einfach diese Informationen. Und das ist etwas, wenn Sie zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Einträgen synchronisieren, dann haben Sie hier die Möglichkeit, zum Beispiel auf alle Einträge drauf zuzugreifen. Oder auch auf das Infolog oder auf den Kalender. Da können wir ja auch nochmal drauf eingehen. Es ist einfach noch eine zusätzliche Möglichkeit, sich an die Daten der E-Gruppe heranzuhängen, um diese Informationen zu sehen. Ich möchte auch einfach noch mal kurz auf so einen bestehenden Eintrag draufklicken. Das heißt, hier sehen wir jetzt gerade die Anzeige dieses Kontaktes kommt sehr schnell. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, dass wir in der Liste wirklich eine relativ schlanke Ansicht haben, in der ich nicht viele Informationen habe. Dafür kommt die Anzeige dann sehr schnell hoch und nur wenn ich was tatsächlich eintragen möchte, dann habe ich halt die zusätzlichen Informationen, die ich über den Bearbeiten, indem ich auf das Bearbeiten, den Text bearbeiten draufklicke, geht mir das dann der Eintrag zum Bearbeiten auch auf. Mit dem Pfeil links neben dem Bearbeiten komme ich immer wieder in meine Liste zurück. Dann lass uns doch mal auf den Kalender gehen, mal gucken, wie der Kalender hier aussieht. Ja, sorry, ich gehe gerade nochmal zurück. Wenn Sie dieses Seitenmenü, was wir von der normalen E-Gruppe ja schon kennen, einblenden möchten, klicken Sie hier oben links auf diese vier Balken. Damit habe ich dann automatisch mein Seitenmenü zur Verfügung und kann natürlich damit dann auch auf eine andere Anwendung wechseln, wie zum Beispiel den Kalender. Das heißt, jetzt sehe ich den Kalender, die Woche in derselben Ansicht, mehr oder weniger, wie wir sie vorhin in der E-Gruppe gesehen haben. Kleiner Trick bei der ganzen Geschichte. Ich habe natürlich auf dem Mobilgerät, wir machen das jetzt mal, wir tun jetzt mal einfach, wir drehen mal unser Mobiltelefon um und entsprechend habe ich natürlich einfach gerade in der Wochenansicht auch deutlich mehr Platz auf unserem Handy, was wir natürlich mit unserem Laptop-Bildschirm so einfach nicht machen können, aber da haben wir ja generell mehr Platz zur Verfügung. Ich drehe es gerade wiederum zurück. Kann ich denn auf meine Favoriten auch zugreifen von der E-Gruppe? Weil jetzt will ich vielleicht einen Kalender von der anderen Person sehen, die ich vielleicht nicht synchronisiere. Weil das wäre ja so ein Anwendungsfall, wo ich sagen kann, okay, wie sieht es denn da aus? Habe ich die Möglichkeiten dann auch da? So ähnlich wie wir das vorhin hatten in der anderen Ansicht. Ja, im Prinzip schon. Wobei wir momentan die Favoriten noch nicht hier in diesem Kopfmenü eingebunden haben. Das heißt, aktuell muss man einfach das Seitenmenü einblenden und kann dann sagen, okay, hier gehe ich auf den Favoriten und klappe mein Seitenmenü wieder zu und dann habe ich entsprechend hier die Monatsansicht der Gruppe Zahntier zur Verfügung. Sprich, alle Favoriten, die ich habe, sind entsprechend auch mobil stehen die zur Verfügung und ich muss mir nur die Favoriten schaffen und geplant ist auch, dass ich das natürlich die Favoriten dann auch hier oben über unseren Toolbar mit direkt einbinden kann, ohne über das Seitenmenü gehen zu müssen. Nur da sind wir in der Entwicklung dann doch nicht mehr dazugekommen, während die anderen Anwendungen, wenn ich nochmal zurückgehe als Beispiel auf das Infolog. Wenn ich also aufs Infolog gehe, so analog dem, was wir eben im Adressbuch gesehen haben, haben wir die Favoriten hier entsprechend oben eingebunden. Sprich, da ist wieder der Stern in der Kopfzeile vorhanden, um die entsprechenden Favoriten vom Infolog, sofern ich da welche habe, zugreifen können. Da war noch mal eine kurze Frage gewesen, da ging es darum, ob das nur für Android ist. Ich will mal ganz kurz auf diese Frage eingehen, weil es ist ja so, es ist eine Browseransicht. Das bedeutet, wenn Ihr Mobiltelefon einen Browser hat, dann würde ich empfehlen, den nativen, also wenn Sie einen Chrome haben zum Beispiel, zu verwenden, beziehungsweise auf dem iPhone auch bitte den Chrome installieren und damit können Sie auch darauf zugreifen. Das bedeutet, es ist gar nicht mehr so entscheidend, was Sie als Betriebssystem unten drunter haben, sondern wichtig ist die Browseransicht. Und das ist ja das Schöne dabei.
gab noch eine Frage oder vielleicht mal ganz kurz nochmal zu den Bedienkonzepten. Vielleicht, wenn du das nochmal ganz kurz erklären könntest, weil es auch ganz neu ist, was man damit alles machen kann mit diesen Wischtechnologien, weil das finde ich total interessant. Und vielleicht mal ganz kurz kannst du mal anfangen zu wischen und mal gucken, was dann passiert. Ja. Also im Prinzip das Markieren auf dem Mobiltelefon. Ich kann es jetzt hier am Browser nur in der Form simulieren, dass ich einfach die Maus von rechts nach links ziehe. Damit kann ich einfach mehrere Sachen markieren. Im Prinzip kann ich auf dem Mobiltelefon auch einfach etwas gedrückt halten und dann kann ich mal Sachen markieren oder auch entsprechend wieder demarkieren. Und was mache ich dann mit den Sachen, die ich markiert habe? Naja, vielleicht tatsächlich Sachen, die wir auch aus unserem Kontextmenü sonst kennen, sprich die drei Striche, die wir hier oben senkrecht sehen, wenn ich da drauf gehe, dann öffnet es mein ganz normales Kontextmenü und ich habe die Aktionen zur Verfügung, die ich von meinem Kontextmenü in der E-Groupware auch kenne, um damit Änderungen durchführen zu können. Will ich es wieder schließen? Kann ich einfach hier wieder ein zweites Mal draufklicken, beziehungsweise hier mein Mail aufrufen und dann bin ich wieder in meiner Liste. Also ich würde sagen, super. Vielleicht noch mal kurzes Feedback von Ihnen. Man soll mal kurz in die Runde schreiben. Sind Sie noch da? Leben Sie noch? Haben wir Sie erschlagen? Kurzes Feedback zur E-Gruppe 16 aus 1 und zu unserem Ausblick. Weil es ist für uns auch immer wichtig oder gerade auch für die Entwicklung. Wir haben jetzt so viele Monate wirklich hart gearbeitet, Tag und Nacht. Und dass da auch einfach mal ein bisschen was kommt, dass Sie sagen, jawohl, das war super. Und dass wir auch einmal wissen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Das ist für uns natürlich auch immer wichtig. Und deswegen machen wir diese Runde ja auch mit Ihnen, um Sie ein bisschen zu beteiligen, um auch ein Feedback an der Stelle zu bekommen. Wie sehen Sie das Ganze? Wie sehen Sie die Entwicklung von eGroupware? Es ist, wie gesagt, auch heute nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Ausblick, was kommt. Es wird noch einiges mehr geben, aber das Thema ist erstmal. Es soll der Ausblick aus der Entwicklung sein, das heißt, was Sie erwartet in der Version 16.1. Und da gab es ja auch eine Frage, wann kommt die 16.1? Da bitte ich Sie um Geduld. Lassen Sie uns erstmal unsere Entwicklung abschließen, lassen Sie uns da weiter vorankommen. Sie hören von uns in den Newsletter-Themen, in den Webinaren. Es wird auch ein neues Webinar nochmal geben. Was ist nochmal neu? Wir konnten im Rahmen der kurzen Zeit einfach nicht auf alles eingehen. Und deswegen seien Sie gespannt, was alles noch kommt. Da wird noch einiges auf Sie zukommen und es freut mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ja, ich habe eben im Chat noch gelesen, da war eine Frage, kann man aus dem Adressbuch Infolog-Einträge erstellen? Natürlich können Sie aus dem Adressbuch auch Infolog-Einträge erstellen, weil das haben wir ja in unserem Adressbuch-Kontextmenü drin. Sprich, an der Stelle kann ich natürlich sagen, ich habe hier meinen Kontakt und möchte für den neuen Infolog-Eintrag hinzufügen. Und dann, damit kann ich dann entsprechend einen neuen Infolog-Eintrag auch direkt zu meinem Kontakt hinzufügen. Also von daher, Sie haben alle Möglichkeiten gegeben, die die Oberfläche so normalerweise auch bietet. Wenn irgendwas momentan noch nicht funktioniert, dann sind wir schnell daran, die Sachen noch zu beheben, um da wirklich eine saubere Version dann rauszubringen. Ich habe noch im Chat gelesen, ein paar hatten Probleme mit dem Ton. Wir werden auf jeden Fall den Mitschnitt auch wieder live hochstellen zu YouTube. Das bedeutet, wird wahrscheinlich ein, zwei Tage dauern, bis der geschnitten ist. Das heißt, für die, die vielleicht das Probleme hatten mit der Verbindung von dem Ton her, da können Sie es nochmal nachschauen. Wir schicken den Link rum. Aber wir würden gerne nochmal auf die Frage eingehen, die jetzt noch da waren. Ich habe gesehen, Stundenzettel war ein großes Thema. Vielleicht können wir da mal ganz kurz zeigen. Was gibt es da Neues? Im Prinzip der Stundenzettel analog zu den anderen Anwendungen auch. Sprich, ich habe hier meine Ansicht, ich habe über die Favoriten, beziehungsweise sind wir eben noch gar nicht drauf eingegangen, diese waagrechten Striche hier bieten mir die Möglichkeit, auf alle Menüpunkte, die ich aus dem Stundenzettel habe, wie zum Beispiel
die Filter, die mir sagen, zeige mir diese Woche an. Da werden jetzt keine Einträge gefunden werden, weil die Stundenzettel nicht ganz aktuell sind. Ich gehe mal auf letztes Jahr. Okay, vielleicht sind sie sogar eher von diesem Jahr. Nee, das waren ältere Birgit. Ich glaube, in der Demo sind alles ältere gewesen. Das kann natürlich sein. Ich gehe mal noch mal 2 Jahren. Ja, also sie sind schon 2 Jahre alt. Dementsprechend, also ich habe alle Filter zur Verfügung. Wenn ich das Menü wieder schließen will, kann ich es entsprechend hierüber schließen. Und ich kann mir natürlich auch einen einzelnen Eintrag hier anzeigen lassen. Sprich, ich sehe, wie lang war der. Ich sehe gegebenenfalls, wenn jetzt irgendwelche Verbindungen zum Projektmanager wären. Wir haben jetzt hier den Projektmanager nicht aktiviert, deswegen sieht man nicht, aber Sie würden auch Ihre Projekte da drin sehen und würden die Projektzuordnung und all die Dinge tun können, können die natürlich, wenn Sie auf Bearbeiten gehen, dann auch bearbeiten, um etwas dran zu verändern. Also da haben wir die komplette Anbindung auch von den Stundenzetteln entsprechend vorhanden. Sehr gut. Ich würde sagen, super. Super Ausblick. Ich freue mich schon auf das neue Release. Ich bin schon ganz gespannt. Ich kann es kaum noch erwarten. Aber ich denke, ein bisschen Geduld brauchen wir bei der ganzen Sache noch. Und Verfolgungssystem, ja, lassen Sie uns doch einfach mal ein bisschen an unserem Code arbeiten und dann schauen Sie, was passiert in der neuen Version. Seien Sie gespannt auf die nächsten Webinare. Da werden wir ein bisschen mehr zeigen noch von der Version. Das waren jetzt erstmal heute einen groben Ausblick und darauf aufbauend geht es dann weiter in die nächsten Stufen. Ja, ich freue mich auf nächste Themen, auf weitere Webinare mit unseren Kunden und bin gespannt. Wir freuen uns auch, wenn Sie sonst noch Feedback haben. Schicken Sie es uns gerne. Sind wir auf jeden Fall interessiert. So, wie sieht es aus mit dem nächsten Webinar? Wir haben noch keinen genauen Zeitplan aufgesetzt. Unser nächstes Thema ist Tipps und Tricks, haben wir das genannt. Und da geht es um das Thema, wie kann ich denn mit iGruppe arbeiten? Was gibt es denn für schnelle Themen eigentlich noch? Wie kann ich mir die Arbeit erleichtern mit iGruppe? Und wir wollen das natürlich auch nochmal reinbringen. Das hängt ein bisschen mit der Entwicklung jetzt vor der neuen Release ab. Und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal was Tolles. Seien Sie gespannt auf die nächsten Webinare. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Und wenn wir uns nicht mehr hören, auf jeden Fall frohe Ostern. Aber ich denke, wir werden es auf jeden Fall noch mal hören. Seien Sie dabei. Es würde mich freuen, auch Ihr Feedback zu hören. Dankeschön, dass Sie mit dabei sind. Jawohl, auch von meiner Seite noch einen schönen Tag. Tschüss.